Balken im Display sind. Wir haben drei Balken. Das heißt Batterie voll. Ja, obwohl wir schon The Clap 16 Podcasts gemacht haben. Die Batterien. Das sind die Batterien aus der Hölle. Ich glaube, die sind von Lucifer selber. Ja. Ja, kann, ja, 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 weil natürlich von ja. Von ja. Von ja, weil er... Hashtag Werbung. Klar. Ich finde, man kann allerdings, ich muss was gegen ja auch sagen. Also ich habe mir im Übrigen Kaffee selber gekocht, weil ich krieg beim Lars nie ein. Du hättest einen bekommen. Ich finde von du ja... was mit ja? Ich finde, man kann gar nicht so viele Produkte von ja kaufen, weil... Zigaretten sind gar nicht. Sind halt ein bisschen schlechter. Ja, nein, die Zigaretten sind echt gut. Die kann man rauchen. Ja, Cordia. Ja, Cordia, die sind super. Ja, also die habe ich ja ganze Zeit, also ein, zwei Tage habe ich die geraucht. Aber aus dem eine Päckchen. Aus den 10 Kilo selbst zum selber stopfen. Selbst stopfen ist das Wichtigste. Noch geiler finde ich die diese Hülsen, die man... Kann man die noch kaufen? Klar. Man, also jetzt... Also nein. Also ich meine ja. Diese... Wo der Tabak schon in so eine gaseähnliches Ding reingeht, wo man die mir nur so rein in die Hülse reinmachen musste. Weiß ich nicht. Weiß ich ja mal. Ist ewig her. Ja, ist lange her. Ist ewig her. Du brauchst ja auch schon lange. Es gab ja, es gab die geilsten Erfindungen. Also ich habe immer gern, ich bin ja so ein Ausprobierer. Ja. Auch bei Zigaretten. Hast du Buckleys geraucht mit dem speziellen Filter damals? Ja, der dann, natürlich. Die waren so ganz leicht. Kohlefilter. Ja, oder? Ganz leicht, aber haben durch die Filterstruktur haben sie härter geschmeckt. Ja, genau. Haben mehr Luft. Ja, die genau. Hatten so Luft. Airflow-System, glaube ich. Luft, aber damals war, glaube ich, noch nicht alles mit. Damals war nicht alles mit Anglizismen. Aber der Airflow bei der Barclays, also das kann ich mir schon vorstellen. Ja, aber das Lust war ja auf Taunuswasser? Unbedingt. Herr Werner? Mit Kohlensäure? Natürlich. Ey, ich habe so hart Kohlensäure, bis das scheiß SodaStream gefurzt hat. Ja. Was? Ja. Ich habe gestern, du wirst lachen, weil du gerade sagst Kohlensäure. Ach, ich habe gestern... Ja. Lass die Menschen draußen den Genuss... Oh, wenn du jetzt im Auto sitzt, denkst du, es fängt dann zu regnen und denkst, du musst schiffen. Und dann musst du, stell dir vor, stehst jetzt, du musst pinkeln, sitzt im Auto noch 18 Kilometer bis zur nächsten Raststätte und du stellst dir vor, du stehst ohne so eine Dusche. Ja, für alle, die jetzt im Stau stehen. So eine Regenwalddusche. Ja, genau. Wo so plätschert. Mm. Und vielleicht ist ein Wasserfall irgendwo in der Nähe. Man hört das Plätschern vor Wasser. Wenn man halt pinkeln muss, ist halt wunderschön. Ja. Aber jetzt lernst du es. Hat früher unser Techniker im Auto immer gesagt. Also Techniker, nein. Unsere Begleitung. Mitfahrer. Ja. Also Mitfahrgelegen. Unser Loch. Das war eine Loch. Schöne Zeit mit Claudio. Falls er das hörte, Claudio, viele Grüße. Es war wirklich eine schöne Zeit, aber wir wissen manchmal gar nicht mehr, was du gemacht hast auf Tour. Gefahren. Nein, wir waren gefahren. Gefahren. Ja, also im Gegensatz zu unserem jetzigen Techniker hat er wenigstens einen Führerschein gehabt. Also wir sind echt irgendwie ein Auffangbecken, ich weiß auch nicht, oder? Also, nein. Aber das müssen wir doch irgendwann auch mal Gedanken kriegen. Guck mal, wir werden hier da, keine Ahnung, ich habe doch fast den Eindruck, als würden wir geschnitten werden im Fernsehen. Die Fans könnten vielleicht mal langsam Druck machen. Das ist mir doch so egal. Nein, aber da gibt es doch neue, so, wer weiß denn sowas und so ein Kram. Kann man sich doch mal dazusetzen. Völlig scheiße, einfach mal so. Ach nee, ja, machen wir nicht. So, ja, du hast ja recht, aber... Ich kann mich nicht überwinden, das so zu sagen, weil es... Ich würde das einem Verantwortlichen der TV-Branche nie so sagen, aber vielleicht kann man hinterrum Druck machen. Ja. Also Netzwerk. Networking, sagt man heute. Ich verstehe auch nicht, warum die Galionsfiguren der ARD, also die Comedy-Podcast-Galionsfiguren, nicht zum Beispiel mal in so eine ARD-Sendung eingeladen werden. Zum Beispiel zum Schmidt. Ja, da würde ich gerne mal hin. Der Harald Schmidt, natürlich. Da würde ich gerne mal Dirty hin. Harry. Der Dirty Harry. Dass man da einfach auch mal einen Auftritt hat. Bei Mitternachtsspitze. Ja, vielleicht. Ja, da könnten wir doch mal hin. Ja, das fände ich wirklich gut. Liebes ARD. Ja. Ja. Also da könnten wir doch mal zum Helmut Schmidt. Ja, genau. Nein, aber da habe ich ja eine ganz eindeutige Meinung. Ich verstehe das Fernsehen auch. Also erstens hat das Fernsehen tierische Probleme. Es gibt ja kaum noch Zuschauer. Ich habe letztens ich habe mit meiner Tochter gesprochen und worum ging es da? Ging es um irgendeine Sendung und sie sagte ungefragt, ach Gott, da merkt man, die denken auch, die kriegen uns nochmal zum Fernsehen. Also ihre Generation, das passiert aber nicht. Ja, dieses analoge Fernsehen, das normale 20.15 Uhr, was läuft. 19-Jährige, 20-Jährige schauen nicht
normales Fernsehen. Nein, aber ja, also, die sitzen vor der Webcam. Ja, aber nicht nur und aus 19, 20 lassen sich sondern filmen. 80% sind ja eher 20 plus. Also man hat ja schon ja, noch einen Markt, aber die auch Generation, wenn man die bedient. Und meinst, ich glaube aber nicht, dass, es geht ja um die Zukunft, ich glaube nicht, dass diese 19- bis 25-Jährigen, dass die irgendwann anfangen, hey, jetzt habe ich voll Bock auf Bayern, BR oder WDR oder Pro 7. Also die Öffentlich-Rechtlichen wird es ja weiterhin geben, weil die werden ja alimentiert. Die kriegen ja Geld, einfach so. Also die gibt es natürlich auf jeden Fall. Ja. Aber so, ich glaube, dass die ganzen RTLs und so einfach einen Schlag nicht hören. Das glaube ich wirklich. Also dass irgendwann reißt der Faden ab und dann ist, natürlich haben die dann ihre eigenen Plattformen. Ich wollte gerade sagen, die gehen ja ins Netz. Also das macht die, ich glaube schon, dass da sitzen ja keine Idioten, die machen das ja schon gut, aber dieses analoge Fernsehen, ich glaube, das wird auch nicht aussterben. Nein. Aber das ist halt was, was jetzt nicht, überleg doch mal früher, wie das war mit ey, da hat sich die Familie versammelt, um Wetten, das zu gucken. Ja, das war das Event, das war ein Straßenfeger, da war draußen nichts mehr los. Ich kann mich daran erinnern, dass RTL Sendeschluss hatte. Also da bin ich nach Frankfurt gezogen, 1988 oder 89 oder was. Da hatten die, ich bin mit so einem kleinen Röhrenfernseher schwarz-weiß und die hatten ab 11 Uhr Sendeschluss, wie die ARD, da kam nur noch Schnee. Ja. Ich kann mich daran erinnern, die ARD hat damals bei Operation Desert Storm, bei der ersten Irak-Kriegsfeldzug von Amis, da hatte dann das ARD nachts durchgehend Spielfilme und zwischen den Spielfilmen wurde immer wieder aufgeklärt, was da Neues passiert ist mit irgendwelchen Angriffen und irgendwelche so, das war, also da habe ich damals in Kelkheim gewohnt, das war geil, da habe ich die ganze Nacht Fernsehen geguckt. War ja, 91, war das 91? Ich glaub, der erste 91. Desert Storm war 91, da war ich gerade. Und da ist das ARD erst, hat man, also da hatte die ARD noch Sendeschluss. Das muss man sich mal vorstellen. Also gut, das ist natürlich auch wirklich 30 Jahre her. Aber du, das darf man nicht vergessen. Ich habe da auch die Nacht. 88, 30 Jahre zurück bei 58, da gab es noch nicht immer Autos. Da gab es nicht immer Fernsehen. Gab es nicht immer Menschen. Da gibt es ja gar nichts. Nein, da gab es kurz ja nach dem Krieg. Das war kurz nach dem Krieg, gab es ja nichts. Das war ja, die Leute hatte doch nichts. Zerbombt. Ja, eben. Ja. Also, so. Ja. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, so, oder? Da haben doch unsere, also ich sag mal, haben wir zwei Hooks rausgetan letzte Woche, oder was? Jetzt mal, ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, wir haben die Songs natürlich nicht fertig geschrieben, aber zwei Hooks zu schreiben, zwei Refrains zu schreiben, da würden sich andere Komponisten, würden sich doch 10 Finger danach geben. Ja, natürlich. So, die schreiben dann zwei Zeilen von der Strophe, das Brettchen ist mir schon braun. Minute. Ja, in 40 Minuten. Sind wir ehrlich, bis wir es gesichtet hatten, waren es noch 20. Ja. In 20 Minuten. Zwei Hooks, die waren Fabrik. Wirklich, absolut. Die Stock Aitken Waterman der deutschen Comedy. Ich schlage mal eine Brücke. Ich schlage mal eine Brücke zu Live. Paul Niedereicholz und Simon Werner. Und Simon Werner. Ich wollte jetzt eigentlich McCartney Lennon. Ach so, ja. John Niedereicholz. Wen findest du besser, Simon and Garfunkel oder die Beatles? Also wenn du jetzt sagen musst, ich muss jetzt einen Abend... Beatles. Ja? Ganz sicher. Ja, okay. Ja. Weil die haben halt, was ich bei den Beatles so geil fand, ich meine, ich habe letztens einen Bericht gesehen über die Beatles, Marshall, also die Hashtag Werbung der Gitarrenverstärker, hat damals für diese Stadiontour, die gemacht haben, du bist drin, ja, ich habe dich extra mit draufgenommen. Hast du mich aufs Bild, also auf YouTube, ich sag nur, herzlich willkommen, auch unsere YouTube-Zuschauer und natürlich unsere Podcast-Hörer, Entschuldigung, ich wollte dich nicht... auch jetzt beim SWR 3. Wollte ich nicht unterbrechen und folgt uns auf Instagram. Folgt uns auf Instagram. Ich habe ja weitergeredet, ne? Ja. Also... Und da hat Marshall damals ein Amp für die entwickelt, der hatte 100 Watt. Und die hatten ja keine PA, also keine diese großen Boxentürme, die rechts und links da stehen, wo Mikros von eingeschaltet. Die haben dann auch kein Monitoring gehabt. Die haben ja nur in Clubs gespielt? Nein, in den Stadien. Also die sind ja ins Stadion gegangen. Dann, ja klar. Ja, dann. Mit ihren kleinen Amps, haben mitten im Stadion gestanden, nur die Mädels, die hatten kein Monitoring und haben gesungen wie... Wahnsinn. Also der Hammer Wahnsinn. Gewesen. Ja, also deswegen sage ich die Beatles. Ich wäre auch bei den Beatles, weil man glaubt ja gar nicht... Die Beatles hatten ja auch mehr Hits als Simon & Garfunkel. Das heißt, ich wollte ja sowas formulieren, wenn du jetzt einen ganzen Abend eine von beiden hören müsstest, in Anführungsstrichen. Was hat's denn gehabt außer The Last Unicorn? Ach, gar nichts. Gar nichts hat es außer The Last Unicorn. The Last Unicorn hat doch Scheiße. Hat noch gar nichts, das Simon. Das war wie 1958 in Deutschland. Simon and Simon. Simon and Simon ist echt geil. Ein Trio mit vier Fäusten. War das? Aber das war aber nicht Simon and Simon. Simon war was anderes. Was anderes als Trio mit vier Fäusten. Ja, ja klar. Ja. Also ich hab The Last, wir haben ja gestern kurz telefoniert, wann wir uns heute treffen. Und ich habe dabei... sträflicherweise, muss ich sagen, den Ton ausgemacht, aber es lief MacGyver und der MacGyver, oh Scheiß, das ist ja, wird ja dann aufgeklärt. Und er hat nämlich einfach nur einen Gong an den Kopf gekriegt
und hat es dann geträumt. Geträumt? Nein. Mit Merlin, mit der Morgana. Also jetzt erzähl doch mal die ganze Szene, das rafft doch keiner. Er war im Verlies. Also der Andes schaut nicht nur gerne The Knight Rider, ich natürlich auch, sondern MacGyver. Der richtige MacGyver. Was ich nicht mache. Mit Dean Anderson. Richard Dean Anderson, der ja mit der Kati zusammen war. Mit der Kati Hummels. Kati Witt. Ach echt? Der war mit der Kati Witt. Kati und als die Trübel der Holiday on Ice getanzt hat. Ach, als er noch in der DDR gewohnt hat. Und dann dachte, nee, das war schon zu D-Mark-Zeit. Ah ja. Ja, ja. Das war okay. Noch zu D-Mark-Zeit. Ja, ja, klar. Nein, das ist so geil. Jetzt, ja, klar. Nee, und die war dann, die hat ja für Holiday on Ice, ich sage mir Stars auf Eis, weil ich ja das selber auch Nee, bei Holiday on Ice hat die getanzt und dann ist sie mit dem Richard Dean Anderson zusammen, mit dem MacGyver. Och, komm. Und der hat ja dann auch bei Stargate 1 und so mitgemacht. Also das ist ja ultra erfolgreicher Schauspieler. Ich jetzt sagen. Das ist noch jetzt erfolgreicher wie der Hoff, wenn du mich fragst. Ich glaube, er hat mehr Output gehabt. Ich sag mal so, der Hoff, aber der Dean Anderson, Richard Dean Anderson, macht jetzt aktuell jetzt nichts, dass man sagen kann. Der hat sich mittlerweile. Ich glaube, der packt es einfach nicht mehr. Ja, okay. Ja, klar, natürlich hat er sein Schweizer Offiziersmesser und versucht da immer noch. Immer noch MacGyver-mäßig was noch zu reparieren. Ja, ich habe letztens einen Bericht gesehen. Altenheim. Im Altenheim, wie er die ganze Kabel da abisoliert hat. Hm? Das war Wahnsinn. Ja. Ja. Mit seinem Schweizer Taschenmesser hatte er. Ja. Das war Wahnsinn. Der Richard und ich so. Nein, aber jetzt die Sock Egg Watermans. Wir hatten es doch gerade. Ja, aber du hast doch gar nicht erzählt, was waren jetzt. Ach so, er war im Mittelalter. Er war gefangen im Verlies und die Morgana wollte unbedingt seine Zauberkünste. Wer ist denn die Morgana? Morgana ist die aus der englischen Mythologie, König Arthur. Ja, muss ein bisschen was erklären. Das kann ja nicht als gewusst vorausgesetzt werden, dass die Leute wissen, die unseren Podcast hören, dass die Morgana. Naja, also die waren ja mal Donald Duck gelesen. Von der Vater Morgana. Von der Vater Morgana. Ja. Ist die Mutter von der Vater Morgana. Der Vater ist Morgana. Der Vater ist die Vater Morgana. Das ist, wie man so im Hessischen halt so, die Bach und so, sagt man oft. Ja, Logo. Ja, klar, logisch. Ach, dann ist das der Vater, der Vater Morgana kennt. Der Vater Morgana ist der Vater von der Morgana. Das ist doch ganz. Das muss man gar nicht erklären. Ja, das ist Schwachsinn, ohne Scheiß. Und da war er jedenfalls im Verliesen, war eingesperrt und so. Und dann hat er, das war der Wahnsinn, weil die war natürlich in einem Turm gefangen. Und dann hat er einen Drache gebaut aus Leinen, aus Stoff. Und so, doch, so, also so ein Schuldrache. Weißt du, kennt ihr, der mich schreiben lässt? Rira Rotz, der Deibel lässt einen Drache steige Kattel war zu kurz, ne? Sagt man ja. Und den hat er dann da, die Kordel, also die Schnur, war mit Petroleum getränkt. Nein, Stoff, dass sie brennt. Und es hat draußen gewittert. Und da hat er, den Drachen gebaut und hat es gepackt, ihn durch dieses offene Fenster ganz oben im Turm durchzumanövrieren. Das sah bestimmt gut aus. Also und dann kam ausgerechnet, wie die Morgana, also die Tochter von Tochter Morgana, die Tochter Morgana kam und die Mutter Morgana war weg. Die gibt es ja gar nicht, die kommt ja kaum vor. Morgana, man hört immer nur vom Vater. Ja, also die Mutter hat ja die Familie verlassen. Fände ich auch eine dreckige Sauerei von der Mutter Morgana. Ja. Und dann, von der hört man gar nichts mehr. Gott sei Dank, ist eine faule Sau. Gott sei Dank ist sie in der Versenkung verschwunden. Wenn ich von der noch einmal die Sonne mir mal unter die Augen dreht. Schlimmer gar als der J.A.-Jugend bei meiner Oma. Die kann doch gar nichts. Die kann doch gar nichts. Das ist ja schlimmer als der Andi Scheuer. Ach, hör doch, der Andi Scheuer. Der hat hundertmal mehr drauf als die Mutter Morgana. Ja, das glaube ich auch. Ja. Und da muss man nicht viel drauf haben. Mutter Morgana Hate Squad. Mutter Morgana Hate Squad. Aber das ist geile Metrik gewesen. Mutter Morgana Hate Squad. Das ist fast so busy gerappt. Ja, es ist busy. Es ist gerappt. Also man könnte es Mudo fragen oder die würde sagen, ist gerappt. Ja, Mutter Morgana Hate Squad. So. Oder macht man dann das. Hier, ohne Scheiß. Aber es war auf jeden Fall so, ist dann, und der Blitz hat die mit Petroleum getränkte Schnur sozusagen entzündet, der hat auch, und dann ist alles, da ist aufgesprengt worden und dann sind sie freigekommen. Und dann ist er aber, hat er einen Schuss in den Kopf gekriegt, ist dann wieder aufgewacht und lag wieder in der letzten, die Wally Morgana hat Schießpulver, hat sie von ihm abgeguckt, hat eine Pistole gebaut und hat ihn dann erschossen. Ach Gott, und dann ist er halt aufgewacht das ist Wahnsinn. In 80ern hat man das noch gemacht, dass Sachen geträumt wurden. Ich glaube, das macht man heute gar nicht mehr, dass ganze Episoden geträumt wurden. Das war auch so geil, weil da waren dann auch so
Gummiskelette, die da halt so rumgehangen haben, in dem Verlies. Eins davon hat gebrannt. Warum soll ein Skelett brennen? Ja. Ich hab das nicht verstanden. Also weißt du, das wo du denkst, Leute, habt ihr sie noch? Ja, man kennt das ja. Weil es halt aus Plastik ist. Und deswegen. Weil sie sich ja spontan selbst entzünden, die Skelette. Genau. Kennt man, deswegen werden sie ja vergraben. Ja. Da sie nicht Feuer fangen und stell dir vor, mir wird sie in eine Scheune tun, die Skelette, und zratzfatz ist die Scheune abgebrannt. Absolut. Und deswegen werden sie ohne vergraben, da können sie ohne brennen. Ja, genau. Also kriegt keiner mit, Schwebrand dann. Ah ja. Ja. Hier, ich habe eine Sache, und zwar hat ein Follower bei uns auf Instagram, hat uns was geschickt, und zwar hat der Andy Scheuer Hate Squad vertont als richtigen Jingle. Als richtige Jingle. Komm. Ich hab's jetzt hier als Download bei mir auf dem Handy und spiel's jetzt einfach mal in das Mikrofon vor. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich jetzt, das ist ja auch schon zwei Wochen her oder eine oder sowas, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Wir können uns doch an nichts mehr erinnern. Ja, ich weiß halt nicht, ich würde jetzt gerne sagen, das so und so, aber danke nochmal, danke. Meld dich doch nochmal, egal ob jetzt der oder die, es könnte ja auch, oder was, weißt du, bist du sicher? Es war ein Typ, genau. Natürlich. Warte mal, ich mach's jetzt mal an. Also, das ist ja auch ein bisschen verlangsamt, damit es rein, also ich spiel's einfach mal ab. Es gibt eine Langversion und eine Kurzversion, ich spiel sie beide. Also erstmal die... Er soll uns das mal schicken. Hat er doch. Nein, also... Geht wieder aber man hört, dass die Stimmen gepitcht sind, langsamer gepitcht sind. Das hört man schon. Ich finde schon, dass also wenn dann, das ist so wenig aggressiv. Es muss ja in diese, also der Text muss ja die Aggression transportieren. Ja. Den Hals. Und das ist so ein bisschen, wenn er uns die Files schicken würde, könnten wir das ja einfach hier mit drauf singen, schick's ihm zurück und dann soll er es nicht. Ja, gut, das ist ein bisschen aufwendig. Ja, das stimmt. Alles. Also, aber ich fände es so geil, den Titel zu machen. Also ich frage mich nur, also ich finde es total geil. Ich frage mich nur, warum musste man die Stimmen so verlangsamen? Wahrscheinlich, dass man das, vielleicht ich einfach... Andy Scheuer, hey, Squad. Wir machen es jetzt nochmal, busy langsamer, aber voller Hass. Ja. Also, jetzt gleich. Also, dann gehen wir ein Stückchen weg, weil dann muss ich laut werden. Ach so. Ja, ich auch. Genau. Dann kann man jetzt vielleicht nochmal... vielleicht machen wir es sogar schon in dem Timing. Ja, wir machen es im Timing. Warte, da spiele ich es nochmal ab, das Timing, warte. Drei, vier. Andy Scheuer, Hate Squad! Voll geil. Das müsste es eigentlich sein. Das müsste es eigentlich sein. Ja. Also, kannst du es ja rausschneiden. Kannst du das jetzt nochmal? Und dann spielen wir es auch nochmal. Voll geil, oder? Und wie lang gibt es auch noch, hast du gesagt? Das war lang. Ach, das war die lange Version. Das war lang, okay. Genau, das war lang. Also, wollte ich nur mal, also hier passiert richtig, also Interaktion, das nennt man nämlich auch... Verbindung? Das nennt man Community Management. Also ist, nicht, dass wir das richtig aktiv betreiben. Aber wir machen es richtig, zufälligerweise. Aber sowas dann vorzuspielen, letztens hat mir das jemand erzählt, sowas zu machen wie, wir komponieren einen Song, rufen dazu auf Instagram auf, uns Sprüche zu schicken und auf Facebook natürlich. Ja. Ich sage immer nur noch Instagram, ist ja Quatsch, also Facebook haben wir viel mehr Leute. Ja, na klar. Aber... Und dann diesen Song auch zu schreiben und ihn dann vorzustellen und dass jemand uns einen Jingle produziert aus Andy Scheuer Hate Squad und wir den dann im Podcast vorspielen, das nennt man wohl Community Management, ohne dass wir das mal gelernt haben. Ich liebe auch Facility Management. Ja, das mache ich. Hausmeister. Ja. Das mache ich, ja, beruflich. Seit neuestem. Nee, aber ich mache jetzt mal einen Shoutout für meinen Freund, der Steffen Meilinger. Wir haben vorletzte Woche keinen Podcast gemacht, weil wir hatten ja zwei auf einmal gemacht. Ja. Letzte Woche habe ich nicht dran gedacht. Ich weiß auch nicht, ob es die Aktion noch gibt. Das wäre gut nachzugucken. Beim Hessischen Rundfunk gibt es eine Aktion, wo der Steffen Meilinger, der zieht am Frankfurter Flughafen, zieht der Flugzeuge. Ist da die A380er und so. Und der kann gewählt werden, weil der ist im Hessischen Rundfunk auch busy zu Gast. Und das ist also, wählt der Steffen Meilinger. Falls es die Sache noch gibt. Falls es die Sache noch gibt, genau. das wollte ich nur mal kurz gemacht haben. Ja. So, aber unsere Hitfabrik. Ich wollte ja gerade sagen, ich wollte ja die Brücke, bevor der Podcast gleich wieder vorbei ist. Ist das schon wieder so? Nein, auf keinen Fall. Warst du nicht. Also 39. Nein, 19 tatsächlich. Ich wollte die Brücke zu live bauen. Wir sind ja, ich weiß nicht, warum wir immer noch so gut drauf sind. Wir haben ja, ich weiß schon gar nicht mehr vom, doch, ich will es jetzt aber auch mal wissen. Wir haben also verschoben vom Frühjahr
20 in den Herbst 20, ins Frühjahr 21, in den 21, Herbst 21. In den Herbst 21. Alle Flamongos-Termine der Flamongos-Tournee. Und wir wollen sie auch alle spielen, einfach weil das Programm so geil ist und so einen Spaß macht, soweit ich mich erinnere. Ja, ja, das stimmt. So, also, es ist halt wirklich. Wann haben wir das letzte Mal gespielt? Halbes Jahr, oder? Wir haben doch ja, wir haben in den letzten 12 Monaten, man kann es ja ziemlich genau sagen, ich glaube, wir hatten am 17. März unsere letzte Show in Dresden. Ja, so genau. Und dann, ja, aber dann war ja noch was. Da in Weinheim, die durften. Nee, wir haben dann innerhalb, also in Jahresfrist 5 Auftritte gespielt. Wir haben diese 2 Autokinos gemacht, Wir haben die Rocker gemacht, wir haben in Weinheim das Ding gemacht und noch. Ja, ja, und ja, in Leverkusen diese eine Show, wo wir wirklich drin gespielt haben im Herbst letztes Jahr. Das war ja, ja genau, also sagen wir mal, Skala. Vor einem halben Jahr das letzte Mal. Das würde ich auch sagen. So ungefähr. Ja. Naja, aber wir wollen das alles spielen, bevor dann laut Plan, also momentaner Planung, im Herbst 22 das neue Programm losgeht. Ja. Wo wir eigentlich auch schon angefangen hatten zu schreiben, was ja auch gut ist, weil das war alles toll, was wir da gemacht haben. Aber das wollte ich eigentlich alles gar nicht erzählen. Ich wollte erzählen, dass wir natürlich diese Songs, die wir im letzten Podcast jetzt geschrieben haben mit den Sprüchen, meine, das sind ja super Kandidaten für einen Abschlusssong. Natürlich. Und ich glaube, dass einer von beiden Einfluss ins neue Programm wird irgendwie im neuen Programm stattfinden. Ja, und jetzt, es ist ja jetzt so, wir haben ja, Lars und ich haben ja wirklich festgestellt, wir sind ja busy so auf der mittlerweile auf dem Standard von diesen ganzen Radiosendern, die beispielsweise bei Urgent das Saxophon-Solo rausschneiden, damit Der Song auf 2,5 Minuten kommt. Finde ich toll. Finde ich auch gut. Und das machen Lars und ich halt keine Songs über 3 Minuten. Nein, das stört mich. Nein, mich stören auch geplante Soli. Das ist alles Quatsch. Das kann man rausschneiden als Radiosender. Genau. So, aber Lars und ich, dass uns das nicht passiert, machen wir nur noch 2,5 Minuten Songs. Deswegen, es wird so sein, Vorspiel, erste Strophe, zweite Strophe. Oh, Vorspiel, ich sag. Echt? Ja, vielleicht gebe ich mir einen neuen Künstlernamen. Ha? Also Peter Niss oder so. Wie? Was? Peter Niss. Aha. Ja. Also wegen Penis. P-Punkt. Ja. Was? Penis. Ist doch auch geil. Das ist so sau bescheuert. So, aber P-Punkt. Also kannst du einfach P-Punkt Niss. P-Punkt Niss, ja. Weil es den Namen gibt, das ist ja der geilste Name geil. Der Welt. Penis finde ich geil. Also, kann auch Paul Niss. Das hört sich fast noch ein bisschen seriöser an. Das hört sich super seriös an. Paul Niss. Das hört sich an wie Immobilienmakler. Ja, ja, das oder hört sich auch fast an wie so ein belgischer Künstler. Ja, Paul Niss. Paul van Niss. Paul, aber Paul Niss der Jüngere. So ein großer, ein alter Meister. Unterschrieben mit Penis die ganze Zeit. Das ist doch zum Totlachen. Das ist wie die P. Werner. Hätte die mal nachgedacht, hätte sie sich Niss genannt mit Nachnamen. Ja, das stimmt. Oder? Ja, ja. Nur, also P. Werner war also in den 80er Jahren so eine Sängerin. Die tourt immer noch. Ach, ja. Und ich fand die, also die heißt ja, ich heiße ja auch Werner. Ja, ja. Haben viele ja gedacht, wir wären verwandt. Ja, sieht ja auch ein bisschen so aus wie du. Aber ich fand die wirklich immer eine Fackel. Ich weiß nicht, wie die aussieht heute. Also sie sieht bestimmt immer noch gut aus. Natürlich. Also ich bin ja auch älter geworden. So könnte man sagen. Ja, ja. Weißt du? Also das ist, ich bin ja auch nicht mehr taufrisch. Was ist denn jetzt? Also willst du jetzt, soll ich jetzt... Schon noch frisch. Frisch, aber nicht mehr taufrisch. Nicht mehr Penis ist frisch. Ande, ständig ein sehr nettes... Eine Frau schreibt ständig, auf Facebook, dass sie ein Date mit dir möchte, soll ich es jetzt aktiv mal, soll ich jetzt die proaktiv Nummer, meinst du? Ich kann du meine Nummer rausgibst? Nein, nicht rausgeben, eine Nummer rausfinden. Ach so, nein, ach, warum denn nicht? Weil das alles, ich hatte es doch mal gehabt. Also ich war ja elf Jahre mit einer, du willst keine Freundin? Nein, doch, aber nicht eine, die zwangsläufig uns gut findet und dann so, das ist so ein Kram. Nee, da bin ich ein gebranntes Kind, das ist wie Kindergärtnerin, brauche ich auch nicht mehr. Gebrannte also Kinder haben knusprige Finger. So sagt man es ja. Nee, das brauche ich irgendwie alles nicht mehr. Das muss auf die, cool wäre so, schau mal, vielleicht die Archäologie-Professorin oder die als Grundstuhl nur mal gehört die hat. Nur mal gehört hat, die ich von meiner Persönlichkeit so überzeugen kann. Ja. Weil ich glaube, ich leuchte auch so, ohne Teil vom Mundstuhl zu sein. Ja, das glaube ich auch. Deswegen will ich mir auch einen neuen Namen geben. Ja, Paul Niss. Ja, ich will jetzt nicht mehr Ande genannt werden, ich will jetzt Paul genannt werden. Ich bin erwachsen geworden. Ja, ich bin erwachsen geworden. Ich heiße jetzt Paul. Oder Paul, Englisch, je nachdem. Paul finde ich Paul. Paul Niss. Paul Niss. Aber mit SS auch hin. Ja. Wie Kiss. Ja, ja, wie Kiss. Natürlich, ja. wie bei Kiss hin. Also, ja, sonst wäre es ja auch Nies. Paul Nies. Ja, man könnte es mit SZ schreiben oder mit normalen 2 S.
Aber die, die Form so, der Esse. Ach so, meinst du? Ja, die gut, Form der Esse ja, sollte so ein bisschen blitzmäßig aussehen. Ja. Man kann ja ohne so zwei Haken dran machen, da sieht es also wie ein Blitz. Wie ein Blitz. Wie ein Blitz. Also wie der rote Blitz. Ja, ja, genau. Ja, kenne ich ja auch. Also schneller als bei mir geht es bei keinem. Ja. Das ist ein, zwei Sekunden ist rum. Ich wollte, aber, also mit dem Live, ich wollte die Brücke schlagen. Also ihr werdet einen von diesen beiden Songs, werdet ihr dann live schätzungsweise hören. Hier, ich habe noch, hier. Also erstens wollte ich mal noch Taunuswasser machen. Ja. Und wollt ihr mal zeigen, wie das ist. Ohne Wasser drin, erstmal. Wenn man das so hart, dass richtig Sprudel drin ist und du magst es ja gern mit viel ich Sprudel. Ich mag viel Sprudel. Ich mag das, weil man dann so schön rülpsen kann. Viel Sprudel geht so. Das ist richtig viel Sprudel jetzt. Ich habe gelesen, das ist faktisch die Kartusche leer. Ja, ich habe gelesen, dass es effektiver wäre, wenn man mehrere einzelne Stöße machen würde, als bis man auch das noch. Macht. Soll ich auch noch? Also das wäre einzelne Stöße wäre deutlich effektiver, aber er hat schon wieder gefurzt. Also jetzt gibt es so viel, ich glaube, so viel Sprudel hatte ich noch nie in einem Wasser. Extra für dich die Kartusche leer gemacht. Wow. Wahnsinn, oder? Das ist das so, muss das aussehen, da kommen ja. Kindergroße, kleinkindergroße Blasen. Ja. Ja. Boah, das ist ja echt krass. Ich wollte dir aber noch was anderes zeigen. Das ist hervorragend. Ist gut? Super. Ich wollte dir noch was anderes zeigen, und zwar, es gibt... Rauchmandeln 2.0. Nein. Und also, also jetzt pass mal auf, da schnallst du ab. Ja, das glaube ich. Da schnallst du ab, jetzt pass auf. Also, du hast natürlich jetzt nicht den Vergleich zu den letzten Rauchmandeln. Noch, ich aber noch siehst du wie sich das Salz auf die Mandeln gelegt hat? Mhm. Und damit, ist das nicht geil? Voll geil. Es sind doch... Also, ich fand sie fast bissi lange im Ofen. Sie haben sehr starke Röstaromen entwickelt. Genau darum geht. Eine Minute vielleicht zu lang. Finde ich. Aber super. Ich erzähle dir, was ich verbessert habe. Und zwar darfst du, also ich habe das ja schon mal in einem Do-It-Yourself-Tutorial vor ein paar Wochen bei uns auf Instagram, kann man sich das angucken, wie das geht, grundsätzlich mit den Rauchmandeln. Jetzt habe ich aber eine Verbesserung. Zwar nach wie vor tust du das dann in die Tupper-Schüssel, bisschen Öl drauf und bisschen so. Und dann schüttelst du das nicht so krass durch, ja, weil... Sondern rührst eher so. Dadurch drängst du dieses... Salz an die Kristalle. Wände. Mhm. Verstehe. Oder nach unten, das bleibt sondern so. Sondern du vermischst es mehr. Löffel. Ja. Also da ist ja Öl und das Salz... Und dann mit einem Löffel wird das durchgemengt. Bravo. Und jetzt kommt der Trick. Wird durchgemengt. Aber aus dem Tupper kommt es wieder raus, bevor du es in den Ofen tust. Ja, genau. Ja. Es kommt ja dann aus dem Tupper kommt es ja dann wieder aufs Backpapier. Ja. Nochmal für 3-4 Minuten. So, und dann, ganz wichtig, dann das Backblech mit dem Backpapier raus und irgendwo hingestellt, wo es nicht anfängt zu brennen. Ja. Und genauso mit den ausgebreiteten Dingern. Stunde stehen lassen, ja, weil dann haften die halt richtig an, hier zu merken und zu sehen. Und auch zu schmecken. Mhm. Vor allem zu schmecken, sehen und merken, wenn es nicht schmecken wird, wäre es nichts. Ja. Aber ja. Es schmeckt wirklich hervorragend. Mhm. Koch das mal nach. Mhm. Das ist ja Kochen, oder? Ja, das ist Kochen, richtig Kochen. Ja. Kochen mit Mundstuhl. Bisschen so wie der Jamie Oliver kocht. Und ich muss sagen, Jamie Oliver hat nämlich eine Sache, das hat mir einer gesagt, der hat letztens, was hat er gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Das ist ja jetzt auch Quatsch. Aber du wolltest noch was sagen. Sorry, es ist Quatsch jetzt irgendwas vom Jamie Oliver und ich weiß es nicht mehr. Hat zwei Sachen zusammengeschüttet, sag ich mal. Mhm. Senf und Ketchup und hat gesagt, seine Erfindung. So busy war es. Also lächerlich, wirklich. Ich wollte sagen, das hatte ich ja schon mal gesagt. Also warum ich überhaupt darauf gekommen bin, Rauchmandeln zu machen, ist, weil mir ja auch im Moment kein Geld verdienen. Man hat ja nichts zu verschenken. Und Rauchmandeln ist das übertrieben teuerste Produkt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Rauchmann, vor allem, du hast es in einer Minute gegessen für 4 Euro. Und was Mandeln, klar sind Mandeln ein bisschen teurer als Walnüsse, sag ich mal. 200 Gramm Mandeln kostet 2 Euro im... So, und das ist Wolle, so die 2 Euro für ein bisschen Salz. Ha? Ja. Moment, die Wolle viel mehr, weil das sind ja keine 200 Gramm. Stimmt, das sind 150 oder, Gramm. Ja, genau, stimmt. 120 Gramm kosten 4 Euro und 200 Gramm Mandeln kosten 200 Euro und bisschen Rauchsalz kosten 200 Euro. 2 Gramm Mandel kosten 200 Euro. Ja, ich hab's mit Kokain verwechselt. Natürlich. Oh, das wär aber billig. Koksmandeln. Kokarette meinst du?
Die Mundstuhl kocht. Die Kokamandel. Also, ihr nehmt 50 Gramm Kokain, die haben wir hier schon mal bereitgestellt. Die MDMA. Ich habe hier mal was vorbereitet. Also, ich habe hier mal was vorbereitet. So. Ach ja, der Wahnsinn. Ich habe was findest du jetzt mal ohne Mist? Was findest du retrospektiv besser? Was für ein Song? Boah. Also, ist schwer zu sagen. Also, wir sprechen immer noch von den beiden Songs, die wir letzte Woche komponiert haben. Also, es war ja, der eine war... Lieber zwei Damen im Arm, als zwei Arme im Darm. So, das war der erste und der zweite war... Das hat mir bereits mein Großvater gesagt. Da gefällt mir halt der Großvater sehr gut, weil immer wieder der Großvater ist so saubescheuert. Das hört sich so an, als hätte es eine Tradition tatsächlich. Also hätte uns unser Großvater je etwas geraten und mit auf den Weg gegeben, war so nett. Ja. Außer natürlich, lass nicht nein laufen. Ja. Lass bloß nicht neu laufen, und das kann ich auch an die junge Generation, die uns hört, weitergeben. Ja. Lasst's bloß nicht neu laufen. Die sind doch alle so vernünftig, da passiert doch nichts mehr. Da passiert doch gar nichts. Die haben entweder Gummis dabei oder verhüten schon mit 12. Ja, oder haben direkt kein Eier mehr. Oder haben, oder machen halt gar nichts. Ja, oder hocke nur daheim rum. Ja. Spiele GTA. Ja. Ja. So scheiße. Ja, ich kann nicht aufhören, Rauchmandeln zu essen. So, und der andere war ja schön. Dass du da bist, und nicht hier, ich kann auf dich verzichten. Da haben wir auch noch einen schönen Textvorschlag bekommen. Also, meine Meinung ist, man muss, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil man muss ja auch, wenn du jetzt fragst, welchen ich besser finde, muss man ja auch kurz drüber nachdenken, welcher potenziell erfolgreicher wäre. Und welcher mehr textliche Perspektiven bietet. Ja, weil da ist schön, dass du da bist und ich hier geiler, da kannst du... Eigentlich schon. Das ist so, da hast du recht. Ja, ich habe ja noch gar nichts gesagt, aber aber ich sehe es genauso. Ja, das stimmt, das aber ich wusste ja, dass du es sagen wirst. Wir kennen uns zu lang, Lars. Ich sehe es genauso. Und was kann man denn, lieber zwei Damen im Arm? Erstens kann ich es nie aussprechen. Ich verspreche mich ja jedes Mal. Ja. Also lieber zwei Damen im Arm als zwei Arme im Darm. Ich habe es jetzt ganz toll ausgesprochen mal. Das ist, also erstens ist es halt auch Hardcore-Assi. So für, guck mal, irgendwann setzen wir ja wieder dann vor 500-600 Leuten, das sind wieder kleine Kinder. Ja, und die sollen ja mitsingen. Was die Leute sollen man mit zwei Arme im Darm? Ja, klar. Und es ist ja auch, wir erwarten ja auch Papa. Von unseren Fans. Ja, oder Mama? Mutti, was meinen die mit zwei... Ach, nichts. Ja, nichts. Ja, nichts. Gar nichts. Das war die Mutter das jetzt. Das war die Mama. Hätte ich sich auch so... Gib mal eine Zigarette. Hätte sich so ein Mikrofon ankillen ja, dürfen. Gib mal eine Flöte. Die meint gar nichts mit zwei und jetzt halt's Maul. Batsch. Nein, aber da ist natürlich auch textlich das dann relativ eindimensional, weil... Ja, was will man da sagen? Genau, aber bei also, schön, dass du da bist und nicht hier, da könnte ja sogar die Sonne gemeint sein. Ja, alle, da können da viele. Alles, da kann, die Eltern können gemeint sein, die Freundinnen, die Kumpels, also viel. Der Erdogan, ja, der Putin. Alles. Also ohne Jong-Il. Machen jetzt keine politischen Songs auf einmal, aber wenn man ganz viele Strophen macht, ja, und ganz ich finde halt auch Stunden. Und dieses Oh zum Mitgrölen ist halt auch echt mal, also ich glaube, das hat einfach auch mehr Potenzial, der Song. Hat es. Merkst du eigentlich, dass ich beide Fenster gekippt habe, weil meine Heizung saunaartig, wie bei Final Destination. Es wird hier immer heißer. Geil. Ja, ja. Das vielleicht haben ohne die Jungs mal ein bisschen dran gedreht. Haben sich vielleicht durchgegraben in der Heizungskeller. In der Heizungskeller gegraben. Da müssen sie aber durch die dicke Wand. Ja, aber das also kann man packen. Mit den Fingernägeln. Ja, wir haben ja nichts. Ja, klar nicht. Haben ja nicht mal Fingernägel. Das sind ja 5, 6 Stück. Das sind ja 5, 6 Stück und die graben dann sozusagen, also einer greift eine Woche und dann hat der andere wieder ein paar Fingernägel. Weißt du? Und die machen nichts dann. Ja, ja. Könnte sein. Und jetzt machen sie halt hier, jetzt lernst du uns kennen. Jetzt machen wir die immer heißer. Ja, so könnte sein. So hast du einen Heizungsheinz schon da gehabt? Nee, ich habe jetzt erstmal an der Batterie gedreht. Mache ich ja gerne in der Fernsteuerung an der Batterie drehen, dass es dann wieder geht. Dann wieder geht, klar, kennt man. Ne? Und, keine neue gekauft. Und auf Reset gedrückt und dann den Regler auf Null. Das muss ja, wenn es jetzt noch heizt, immer noch heißer wird, dann muss eine neue Batterie am Ende muss eine neue Batterie in die Fernbedienung. Das wäre der Wahnsinn. Ja, aber ich habe so Funksteuerung.
Ich wollte eigentlich noch so viel erzählen, jetzt habe ich nur noch 5 Minuten Zeit. Ich finde, apropos Zeit, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, die Zeit rast so wie noch nie zuvor. Und das ist jetzt nicht dieses, was man sowieso ständig sagt, ach, die Zeit geht so schnell vorbei, die Zeit geht immer schneller vorbei. Das meine ich nicht. Im Moment, ich habe so das Gefühl, wirklich... Aufstehen, schlafen, Wochenende, paar Bier trinken, von vorne. Das ist Woche für Woche, Januar, Februar, März, April. Jetzt haben wir April, ja. Das ist gerade Weihnachten. Jahr ist schon wieder rum. Es ist Weihnachten, bald haben wir ein halbes Jahr Lockdown. Es ist ja angeblich kein Lockdown, das habe ich gerade erfahren. Nein. Aber ich kenne mich da nicht aus, ich kümmere mich auch nicht mehr drum. Wie gesagt, habe ich letztens schon mal erzählt, es nervt mich zu sehr. Deswegen, ich habe nur letztens mal so am Rande mitgekriegt, das ist wohl gar kein Lockdown. Jetzt kommt eventuelle Lockdown. Ich sehe das ein bisschen anders. Für mich haben wir ab Dezember oder ab Ende... Seit November haben wir im Grunde Lockdown. Das ist jetzt ein halbes Jahr Lockdown. Für mich, also so nach meiner Definition, kann er jetzt bitte... Ich darf nicht in die Kneipe. Natürlich ist es nur natürlich ist ein Lockdown. Natürlich. Also da kann man 1000 Worte für finden. Es gibt eine härtere Lockdown. Ja. Nicht ganz so harte Lockdown. Ja. Es gibt eine bisschen harte Lockdown. Vielleicht ist halt auch geil, dass man in Deutschland tatsächlich, es gibt ja... Wenn du dann irgendwo anrufst und da dein Zeug abholst, heißt Click and Meet und es ist der Lockdown. Es wird, als ob wir keine eigene Sprache hätten. Ist der Wahnsinn, als ob es kein Deutsch gäbe. Sprechen die mit uns auch in Nachrichten, da wird gesprochen. Also meine Oma versteht die Hälfte nicht. Weil das nur Anglizismen sind. Ja. Ich finde das, also diese Arroganz dieser Menschen, warum die nicht für alle Leute sprechen können, kann man doch an deutschen Text. Ist ja egal. Also sonst hört es noch an, als wäre ich deutsch national, bin ich ja nicht. Aber ich bin wirklich gegen die Anglifizierung unserer Sprache. Das ist eine Sache, die mich unerträglich ist. Ich kann das völlig unterschreiben. Klar, das hat ja damals schon angefangen mit der Longneck-Bottle, mit dem Twist-O-Verschluss. Und ich bin jetzt ready oder was, weißt du? Ready, bist du ready? Fertig kann man, das ist ja auch ein E und ein I. Aber ready, da kann ich noch die Küchen... Oh, yes, I'm ready! Da habe ich ja gesagt, bei denen kaufe ich nie was, weil ich den Jingle so blöd finde. Und jetzt soll ich ready. Aber besser, immer noch besser, da kann es 1000-mal Englisch sein. Immer noch besser, dann geh doch zu Netto. Oh ja. Klar. Also lieber Englisch. Dieses Kind hätte in dem Tonstudio, wo das aufgenommen worden ist, hätte es genau einmal gesagt. Beim zweiten Mal wäre ich schon ausgetickt hinter der Scheibe. Als Toningenieur. Ja. Der Wahnsinn. Aber was ich sagen wollte mit der Zeit. Ich soll vielleicht mal kurz, weil wir haben ja tatsächlich die Möglichkeit, auch Leuten was zu zeigen. Also der Lars hat Eier. Ja, das hat keiner gedacht. Es ist ich habe wirklich Eier. Vorbei. Ach, du meinst die Ostereier? Ja, die Ostereier, die sind schon ein bisschen länger. Die haben sie ausgegraben. Das ist so wie Gravet-Eier. Aber die holt man dann 4 Jahre später raus, dann sehen sie so aus und sind super. Habe ich gehört. Sind Avocados. Ja, ich weiß. Ich habe es dir vorhin nicht gesagt. Sind es echt Avocados? Das ist eine Passionsfrucht. Ich wollte gerade sagen, das ist doch, Maracuja. Willst du? Kuyamara. Nee, Quatsch, gehört ja gar nicht mir. Das gehört, ach, gehört jemand anders. Ah. Der jemand anders gefunden, was der Osterhase gemacht hat. Ach so. Ja? Nicht der es bezahlt hat, der es gefunden hat, dem es gehört. Der es gefunden hat und der vielleicht keine Eier essen kann, weil er möglicherweise Veganer ist. Der dann nur Avocados und Passionfruit kriegt, was ja viel geiler ist eigentlich als Eier. Die Eier sind aber da drüben. Aber ich esse doch nur das Eigelb. Wäre das okay, wenn ich das Ei weiß, dann da. Aber du musst das Eigelb auf einmal essen, auf einmal, ohne was zu trinken. Ohne was zu trinken, das machen wir beim nächsten Podcast. Das war, genau. Die Zeit haben wir ja noch. Die Zeit. Hast du ein bisschen Maggi? Ja, also ich liebe ja Maggi. Aber Eier mit Maggi. Aber nur das Nachgemachte. Also nur das Reformhaus Maggi, weil im Maggi zu viel Glutamat ist. Hier hast du ja was für die Schale. Ja. Schon bereit. Und fürs Eiweiß dann. Und fürs Eiweiß. Und Achtung, mal für die Leute, vielleicht auch brauchst für dich. Du einen Löffel? Nein. Wie kriegst du das Eigelb raus? Ich habe Chirurgenfinger. Nur mal für die Damenwelt. Der Live-Versuch. Aber ohne Trinken. Ohne Trinken. Aber gilt Maggi schon als Trinken? Nein, das ist nur busy. Also, willst du einen Löffel fürs Maggi? Nein. So. So, okay. Ich beschreibe für die... Ich habe hier vorne so ein Knackhorn auf meinem Kopf. Für die Podcast-Hörer. Für die Eier. Ja, ich habe also das Ei gegen meine Stirn geschlagen. Ich beschreibe es. Ander ist zu konzentriert. Er pellt ein rosafarbenes Ei. Ja, oder ist es Magenta? Nee, es ist rosa. Ja, es ist rosa. So, jetzt wird das Ei gelb rausgepult. Operiert. Raus. Und da ist der Ball, das Eigelb. So, und jetzt direkt das Maggi hinten drauf. Und jetzt ohne trinken, bitte ohne trinken. Das ist kein Problem, das kriege ich runter. Das kriegst du runter? Ich könnte da durch. So was ist fertig schon.
Ich liebe Eigelb. Ja, ja. Eigelb mit Maggi ist der Kracher. Es gibt nichts Geileres für mich. Ich könnte mich da reinsetzen. Ja, natürlich, deswegen essen ja so viele Leute auch gerne Eier, auch an Ostern. Ich esse ja gerne... Gerade die Damenwelt. Also ich habe bei uns ist das total pervers. Bei uns, das Ei wird aufgeschnitten. Pass auf, Anne. Ja, das ist auch, eigentlich müsste das auch was für dich sein, wenn du akzeptieren könntest, ein bisschen Ei... Weiß auch mal zu essen, was ja praktisch eh nach nichts schmeckt. Schmeckt nach nichts, aber ich finde die Haptik im Kopf nicht so toll. Also, das Ei wird in der Mitte durchgeschnitten und zwar so, dass man möglichst in beiden Hälften gleich viel Eigelb hat. Und es zwar, also jetzt meinst du jetzt, also am Äquator? Also nee, der Länge nach. Der Breite, in der Breite. Also du hast einen etwas konischeren Teil. Ah, und einen, also ja, also nicht wie bei der grünen Soße, vier halbe Eier, sondern anders. Ja, genau. Dann wird das Eigelb rausgeholt. Mhm. So, und dann kommt in die Entstehen, dann stehen die ja so. Also jedenfalls bei dem Ei. Russische Eier. Mit Senf noch, bis sie in die als Eigelb. Innen rein, Senf, Essig, Öl. Russische Eier. Maggi. Nennt man das. Salz. Schnittlauch. Bis sie grünlich ist. Ja, das mit zu viel Gemüse dann dabei. Das lasse ich nur weg. Nur das zwei, drei, ja. Russische Eier nennt man das. Genau. Das nennt man russische Eier. Eier. Tatsächlich. Ja. Und dann wenn man das Eigelb raus und dann macht man das und dann wird das mit, als dann Deckel das, wieder drauf. Genau, und dann gibt es so eine Sprühkanüle oder je nachdem, kann man auch mit dem Löffel wieder reinmachen. Aber, ja, genau. Also das Eigelb wird dann einfach, ehrlich gesagt, so drauf wie so ein Mützchen. Ja. Und wie wenn man dann, so Gulaschsuppe im Brotteig kriegt. Ja. Und das Brot, also genau. Und dann kommt der Deckel wieder drauf. Und dann isst man es komplett, das halbe Ding. Und komplett direkt runter? Nee, dann gibt es die Geschmacksexplosion. Ja, na klar. Das ist wirklich der Wahnsinn. Nein, aber klar, dann schmeckt ja auch das Eiweiß ein bisschen nach was. Ja, ja. Wenn man es so macht. Ja. Aber so schmeckt das wirklich nach gar nichts und ist dann einfach nur, ist nicht meins. Hast du gewusst, im Eigelb ist mehr Eiweiß als im Eiweiß? Das habe ich gewusst. Ja. So, mit dieser. Das wusste ich deswegen, es ist ja auch. Ja, mit dieser wundervollen Lebensweisheit beenden wir diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss.